trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life out of IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. Ja, hallo, der Matthias ist hier. Und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. In meinem heutigen Video sind wir in meinem wunderbaren Homeoffice. Und es geht um meine Kameraausrüstung. Ich möchte euch in diesem Video einmal all die schönen Sachen vorstellen, mit denen ich so die Vlogs mache. In der heutigen Episode fangen wir mit den Kameras an. Also da, wir hätten die große Kamera, meine Ursa 4.6 von Blackmagic Design, die kleine Osmo Pocket, die ihr hier auf der Seite sehen könnt, natürlich die Osmo Action, mit der ich gerade diese Aufnahme mache, ich blende sie euch hier mal ein, und dann kommen wir zu den Koptern, den Drohnen, die ich zurzeit fliege. Da wäre zum ersten die Phantom 4 Pro. Die habe ich schon ein bisschen länger, macht aber sehr gute Aufnahmen, ist nur halt ein ziemlich großer Vogel. Und dann die schöne Mavic 2 Pro mit der Hasselblad-Kamera. Ja, das hier ist mein Flaggschiff, die Ursa 4.6K. Sie filmt im RAW-Format in einer höheren Auflösung als Ultra HD. Wechselobjektive kann man verwenden. Das RAW-Format ist natürlich sehr speicheraufwendig. Und das sind jetzt hier 500 GB SSD-Platten, die ich da verwende. Und auf die 500 GB im RAW-Format in voller Auflösung passen dann gerade mal 20 Minuten. Die Ursa nimmt völlig verlustfrei auf. Und dann kann man die Aufnahmen sogar noch in vielen Jahren ohne irgendwelche Verluste nochmal neu bearbeiten, das Color Grading nochmal neu machen und den Schnitt setzen. Ist also super flexibel. Ist einfach schön damit zu arbeiten. Nur ist natürlich sehr schwer, hohes Gewicht und groß. Also auf Reisen hatte ich sie auch schon ein paar Mal mit dabei. Aber das ist immer sehr aufwendig, das Ganze. Und dann ist eine Kamera von diesem Kaliber natürlich auch nur sehr schwer ruhig in der Hand zu halten. Also ist es schon empfehlenswert, immer ein gutes Stativ dabei zu haben. Ich habe mir das Sachtler geholt. Das taugt mir sehr viel. Egal ob mit dieser großen, schweren Kamera oder auch mit der Osmo Action, womit ich jetzt gerade aufzeichne. Ein gutes Stativ ist schon eigentlich die halbe Miete von vernünftigen Videoaufnahmen. Tja, die kleine Osmo Pocket von DJI, mit der habe ich schon viel auf Reisen gefilmt. Das ist eine fantastische kleine Kamera. Habe ich jetzt auch eine Weitwinkellinse dafür, dass man auch ein bisschen mehr Bild drauf bekommt. Qualität ist hervorragend für so eine kleine Kamera, auch in 4K. Macht Spaß damit, gerade unterwegs. Und natürlich die Osmo Action, die habe ich noch nicht ganz so lange, ist etwas neuer. Ich hatte früher immer mit GoPros, mit den Heroes gefilmt, aber die Osmo Action von DJI überzeugt mich mehr, da sie halt auch vorne den Screen hat und insgesamt das Paket, gerade für diesen Preis, einfach unschlagbar ist. Tja, und meine lieben Kopter, meine Drohnen, da kommt jetzt ja bald eine dritte mit dazu. Ich warte schon sehnsüchtig darauf. Freue mich schon.
Da haben wir die Phantom 4 Pro. Sehr gutes Fluggerät. Sehr stabil. Die Aufnahmen von der 1 Zoll Kamera sind sehr gut. Sie kann sogar in 4K voller UHD Auflösung mit 60 Frames pro Sekunde filmen. Ja, ich komme nicht mehr ganz so viel dazu, mit der Phantom 4 zu fliegen, weil sie doch im Vergleich gerade zu der Mavic 2 etwas größer ist und nicht faltbar, das Ganze. Sie ist sehr laut, wenn man unterwegs ist. Man möchte ja auch nicht so viel Aufmerksamkeit erregen. Kommen dann doch manchmal irgendwelche Hilfs-Sheriffs an und wollen einen belehren, dass man an dem oder einem anderen Ort nicht fliegen kann. Wollen einem halt also das Hobby etwas mies machen. Das ist immer nicht so schön. Deswegen fliege ich ganz gerne unter dem Radar. Und da bietet sich natürlich die Mavic 2 Pro ganz hervorragend für an. Mit der 1 Zoll Hasselblatt-Kamera. Ganz tolle Bildqualität. Hatte ich jetzt auch schon auf einigen Reisen mit dabei. Und die Aufnahmen sprechen eigentlich für sich. Das ist wirklich eine tolle Sache. Das Einzige, was sie nicht kann, das ist die etwas besseren Aufnahmen in 4K in 60 Frames per Second. Aber da finden wir auch noch eine Lösung für. Ja, das war dann also meine kleine Vorstellung der Kameras, die ich so benutze für meine Videos, meine Vlogs. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich mache dann in Kürze weitere Videos, die ein bisschen mehr in diesen technischen Bereich gehen und werde euch dann noch einiges zeigen. Wie gesagt, eine weitere Drohne ist auf dem Weg zu mir. Ich freue mich drauf. Und sobald die da ist, mache ich dann auch ein Unboxing-Video hier mit euch. Ja, dann danke ich für euer Interesse. Super, dass ihr das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen schönen Kommentar. Falls ihr noch kein Abo für meinen Kanal habt, wäre auch toll, wenn ihr den abonnieren würdet. Ihr könnt auch unten die Glocke drücken, dann bekommt ihr immer eine Information, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, dann bleibt mir nur zu wünschen, bleibt alle gesund, habt viel Spaß und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Also bis bald, euer Matthias. Generations please and make a, and take a break or a low vacation and chase and blues away. Posting up pictures, trying to look like you winning, or look like you always be working, soaking the moments you live in, yeah. You got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, cause baby, I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. Check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live my life. I'm in a place serene and pure and free. Hey, I ain't worried about